Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie man schneller wird auf der Gitarre. Inspiriert zur Produktion dieses Videos, endlich schnell Gitarre spielen können, wurde ich von einem meiner Online-Schüler. Der hat gefragt, ey, ich spiele jetzt hier diese Arpeggien, da kommen wir gleich zu. Die Noten zu dem Arpeggio findet ihr übrigens auf der Homepage, der Link ist unter dem Video. Einfach draufklicken, kostenlos. Spiele ich jetzt schon so lange und übe schon so lange und ich werde einfach nicht schneller. Und da habe ich gefragt, spielst du denn manchmal mit dem Metronom? Hat er gesagt, nein, niemals. Und man kann sich selber tatsächlich gar nicht überprüfen, wenn man nicht mit Metronom übt. Das Metronom klickt gleichmäßig, ihr gebt ein bei Google und kommt direkt auf der Google-Seite selber, gibt es ein Metronom. Google macht ja mittlerweile alles, gibt ihr einfach ein Metronom bei Google und dann könnt ihr das auf 60 BPM stellen beispielsweise. Und dann klickt es 60 Mal in der Minute. Und wir spielen gleich unser Arpeggio, das zeige ich euch gleich noch im Detail. Ein A-Moll-Arpeggio in der 12. Lage, um diese Sweep-Technik zu lernen, die die Heavy-Metal-Gitarristen so gerne spielen, üben wir gleich von 60 BPM in 10er-Schritten, bis wir auf 200 BPM kommen. Das ist dann schon relativ zügig. Wie so ein A-Moll-Arpeggio genau aussieht, das zeige ich euch jetzt mal im Schnelldurchgang. Das A-Moll-Arpeggio in der 12. Lage beginnt mit dem Ton A auf der 5. Seite im 12. Bund, gefolgt von der kleinen Terz, das ist ja der Moll-Akkord, kleiner Finger, 15. Bund, 5. Seite. Dann kommt das A-Moll schön ausgespielt, das sieht man auch richtig schön, wenn man es hinterher in Schleife spielt. 14. Bund und 14. Bund auf der 4. und 3. Seite. Hier knicke ich gerne den Ringfinger um. Nehme dann den Mittelfinger auf der 2. Seite im 13. Bund und der 12. Finger, und im 12. Bund auf der 1. Seite im 12. Bund. Und dann kommt noch einmal der 17. Bund, 15, 16, 17, mit dem kleinen Finger auf der 1. Seite. Und dann spielen wir das Arpeggio wieder zurück. Wir spielen das wieder zurück, bis wir auf der 3. Seite hier gewohnt im 14. Bund landen. Das würde ich erstmal versuchen, in die Finger zu kriegen. Wichtig dabei in der rechten Hand, ihr versucht, wenn es möglich ist und die Saiten hintereinander gespielt werden, alles immer in eine Richtung zu picken. Also kein Wechselschlag an der Stelle, sondern ich spiele hier runter, rauf, weil die ersten beiden Töne liegen auf der 5. Seite. Und ab dem Moment runter, 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 runter und erst hier mache ich den Aufschlag in der rechten Hand. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit, schneller zu spielen, weil wir die Bewegung minimieren. Und auch hier runter, rauf, rauf, rauf. Hier, den nehmen wir gar nicht mit, die 4. Seite, sorry, wir gehen ja nur bis zur 3. Ja, und da versuche ich auch die Bewegung zu minimieren, rauf, rauf, rauf. Denn nur mit der minimierten Bewegung kriegen wir es hin, dann auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit zu bekommen. Und ist hier die Technik nicht richtig, kommt man hinterher bei 120 BPM schon gar nicht mehr mit, weil man die ganze Zeit sich so schnell bewegen muss. Das ist nicht gut für den Unterarm, es gibt Sehnenscheinentzündungen, es ist unangenehm und es klingt dann auch nie so richtig rund. Darum arbeitet da lieber erstmal an der Technik, bevor ihr dann sagt, ich werde jetzt schneller. Jetzt fangen wir mal an und spielen dieses Arpeggio bei gechillten 60 BPM. Ich starte mal das Baby hier bei Google. Wir spielen in Achteltriolen. Und immer viermal. Wenn ihr das gut mitspielen konntet, spielt ihr weiter, ansonsten scrollt ihr das Video zurück. 70 BPM. 2, 3, 4. BPM. 2, 3erlei, 4erlei. Und ich BPM. 2, 3erlei, 4erlei. So,
drei, vier. Hundertzehn. Hundertzwanzig. Hundertdreißig. 140, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. 150. 160. 170. 1, 2, 3, 4. 180. 2, 3, 4. 190. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 200. 200. Dass vielleicht der eine oder die andere hierfür etwas länger braucht als nur 10 Minuten dieses YouTube-Videos, ist total normal. Ja, lasst euch damit Zeit. Und vor allem, trackt euren Erfolg. Und trackt euch auch euren Misserfolg. Und belügt euch nicht selber. Wenn ich merke, es ist irgendwas nicht ganz sauber gespielt, ich fühle mich noch nicht wohl, dann lieber 5 BPM, 10 BPM zurückgehen, nochmal langsam machen und sich das als langfristiges Ziel setzen. Also wirklich nicht bis morgen, auch nicht bis nächsten Monat, sondern langfristig. Diese Geschwindigkeit, das ist wie so ein Marathonlauf, die kommt nicht von jetzt auf gleich, es braucht einfach seine Zeit und die müsst ihr euch nehmen. Und das darf euch nicht kaputt machen. Denn das ist ja das meiste, woran die meisten irgendwie strugglen. Man denkt, oh, ich bin nicht schnell genug und dann schmeißen sie hin. Das darf nicht passieren. Man muss der Weg ist das Ziel, das muss man so wirklich so für sich so sehen und sich da nicht mit unter Druck setzen und das als angenehm. Ich empfinde das als angenehm, wenn ich ein neues Solo mir raussuche und denke, boah, das ist ja so schnell. Dann motiviert mich das so sehr, daran in langsam zu arbeiten und es jeden Tag ein bisschen schneller zu machen, sodass ich vielleicht in 6, in 9 oder in 12 Monaten dann bereit bin. Und genau das kann man mit allen anderen Arpeggios auch noch machen. Es gibt ja noch die ganzen Duo-Arpeggien mit Grund und auch noch auf der E-Seite. Und dann kann man ganz schnell die ganzen tollen Sweeps spielen. Wenn ihr Interesse habt, da mehr ins Detail zu gehen, dann bucht unbedingt eine Probestunde über meine Homepage onlinegitarrenunterricht.com. Und ich sage wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der Timo. Bau!